mit ab ins Wasser. Dann zumindest die Füße was machen. Let's go. Guten Morgen von Punta Cana, all you can see, hier ist Angela. Wir fahren heute nach Macau an den Strand. Tenemos piña colada, trago, cerveza, restaurante, vendemos marisco, todo clase de marisco. Y como pueden ver, de todo un poco, aquí en el fogón de mi abuela, mi hermano. Perfecto. Da ist, wo halt die Restaurants auch sind. Und die Surfschule ist da oben, dann könnt ihr vielleicht den Parkplatz sehen. Hier ist das Hotel Dreams Macau Beach. Der berühmte Strand von Macau. Jetzt seid ihr hier mit mir. Bestimmt waren viele von euch schon hier, vielleicht schon mal mit Natur, weil der Strand sehr gerne angefahren wurde. Gucken wir mal, wie es in der Zukunft wird. Weil man hier wirklich noch die Sandstraße langfahren konnte, das war echt toll. Dann aussteigen wir mal direkt am Meer. Jetzt muss man auf dem Parkplatz parken und dann halt runterlaufen. Mal gucken, ob einige Exkursionen andere Plätze finden. Wir fahren mit unserem Buggys hier immer noch her. Aber da ist auch nicht so weit zu laufen. Wie ihr hierher kommen könnt, wenn ihr keine Tour macht, ihr könnt den lokalen Bus nehmen. Man kann, wenn man im Machiplan einsteigt, das ist die Plaza, die vor dem Rio, das Bahia ist in der Nähe, da fährt der Bus dran vorbei, das Bahia Resort. Dann haben wir, ich bin leider mit Kapuze vorbei. Ja. Majestics, da fährt der Bus lang und der fragt dann an der Kreuzung, Alguien Macao, und da muss man sagen, ja, weil nur dann fährt er ins Dorf rein. Und dann sind es aber nochmal, ich würde sagen, 15 Minuten zu laufen. Die bequemere Variante ist natürlich, wenn man sich ein Taxi nimmt. Die meisten Hotels haben die Taxipreise ausgeschrieben. Wir stehen in der Lobby irgendwo rum oder wenn nicht, kann man auch fragen. Macht einen Tarif aus, der euch hin und auch da zurückbringt. Und entweder kann der Fahrer warten oder ihr macht eine Zeit aus, wann euch abholt. Das klappt eigentlich ganz gut. Ist wahrscheinlich eine gute Idee, nicht gleich alles vorher zu bezahlen, sondern teils. Aber so schlau seid ihr ja wahrscheinlich selber. Es ist recht schön hier auch für, wenn einer Mietwagen hat oder wenn ihr, wenn ihr ein Airbnb habt und ihr wissen wollt, zu welchem Strand ihr fahren könnt. Hier ist viel Platz. Der Strand ist ziemlich lang. Einige Restaurants, ein bisschen Abwechslung dabei, die Surfschule vorne. Es kostet natürlich was. Wenn man nur surfen will, die holen einen auch ab. Also Macau Surf Camp holt einen ab und bringt dann auch wieder zurück. Aber man kann auch, wenn man hier den Tag verbringt, das ist auch ganz schön, dann kann man das mal eine Stunde oder zwei machen. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und das macht echt Spaß. Einfach nur hier rumsitzen ist übrigens auch sehr schön. Come on.
So, I'm back to the beach. Bin zurück an den Strand. Ich habe mir ein Surfboard gemietet für eine Stunde und gehe gleich ins Wasser. Ich wollte euch nur noch sagen, ich habe ein paar Links, die sind natürlich in Englisch oder in Spanisch, aber zu den Taxipreisen, das ist selbsterklärend, Hotel und wohin und so, was das für Geld kostet. Guckt einfach mal unten in die Beschreibung, da mache ich es mit rein. Und ja, ansonsten gehe ich gleich surfen und ihr könnt mitkommen. Wer surfen gehen möchte, kleine Erinnerung von mir, also bin ich gerade drauf gekommen. Nicht nur wie es in eurer Vorstellung aussieht, wie ihr toll auf dem Brett steht, die Arme ausgestreckt und mit dem Wasser, mit der Welle reinkommt. Man braucht in der Tat die Muskeln dazu. Habe ich vergessen. Schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe, aber seht selbst. So schön wie es auch ist, ist Zeit zu gehen. Danke fürs Zuschauen. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, das alles auszuprobieren. Ich versuche auch ein interessantes Video daraus zu basteln, dass ihr euch dann wieder angucken könnt. Von Punta Cana, all you can see. Tschüss von Macau, vom Strand.